Hey Leute, mein letzter DM-Haul ist ja noch nicht sehr lange her, aber ich musste nochmal hin, denn mir haben so ein paar Sachen gefehlt. Eigentlich nichts Existenzielles bis auf das Deo, damit fange ich jetzt direkt mal an. Ich habe mir ein neues Deo geholt, weil ich jetzt zuletzt immer Deos benutzt habe, die kein Aluminium drin hatten. Und ich muss sagen, mir hat das überhaupt gar nichts gebracht. Im Gegenteil, das war, als hätte ich gar nichts benutzt und das war nicht sehr schön, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt für mich, ich kaufe mir wieder ganz normale Deos mit Aluminium, weil ich natürlich auch einen Effekt sehen möchte. Und ich habe mir jetzt eins geholt, das hatte ich vorher noch nicht. Das ist von Garnier Mineral, das Invisible Deo. Da sieht man wohl keine Spuren auf den Klamotten und das fand ich ganz cool. Und man kann das hier hinten irgendwie auch so verstellen, sodass das einmal zu ist, sodass man nicht sprühen kann und dann wieder aufmachen, sodass man eben sprühen kann. Und ja, das war jetzt aber nicht der Kaufgrund. Ich wollte es einfach haben, weil es gut gerochen hat. Und ja, ihr könnt mir gerne mal sagen, wie eure Erfahrungen mit aluminiumfreien Deos sind. Ich muss sagen, wie gesagt, ich halte da nichts von. Zumal das mit dem Aluminium ja noch gar nicht so raus ist, ob das wirklich schädlich ist. Und ich nehme es nur einmal morgens und nach dem Duschen und ich weiß nicht. Also für mich müsste es eins geben, was bringt. Ich kenne eins, das was bringt, aber wenn man das sprüht, hat man dann auch so einen Hustenanfall, dass man daran halb verreckt. Und das ist für mich dann auch keine Lösung. Dann denke ich mir, was ist denn dann da drin, dass das dann so, ne, einen so die Lunge zumacht. Und ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, nee. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was ihr da für Erfahrungen habt. Ich kenne ja noch diese Wolkenseifen oder wie das heißt, diese Webseite, die so Deo-Cremes anbietet. Aber ich muss sagen, mir ist das erstmal zu teuer und ich möchte mein Deo auch nicht im Internet bestellen müssen. Und dann ist es auch noch so, dass ich das nicht so mag mit dieser Creme. Also ich mag nicht gerne mir Creme unter die Arme schmieren. Ist vielleicht so eine Gewöhnungssache, aber für mich ist das nichts. Dann habe ich eine Lippenpflege gebraucht, wirklich gebraucht, weil ich hatte bisher immer nur so komische Lippenpflegen, die halt dieses, ja, dieses Öl drin hatten, dieses Erdöl, ist das Erdöl, ich glaube schon, was halt eigentlich gar nicht wirklich gut pflegt, aber ja, vorübergehend die Lippen weich macht und dann sind sie aber wieder total kaputt und ich war jetzt so an dem Punkt, wo gar nichts mehr geholfen hat. Und deswegen wollte ich mal eine andere Pflege ausprobieren. Ich habe mir dann gedacht, am besten wäre es ja, wenn es so ein Lippenpflegestift ist oder irgendeine Lippenpflege, die nur natürliche Inhaltsstoffe hat, weil dann kann ja eigentlich auch nichts schaden oder die Lippen abhängig machen oder was auch immer. Und ich habe dann bei DM geschaut, was sie so hatten und wollte erst das von Weleda mitnehmen, weil Weleda hat ja so den Ruf, total toll zu sein. Ich habe letztens noch so eine Doku gesehen über die Firma und das war ganz super und habe dann aber gesehen, dass das mit Rosenduft war und ich hasse Rosenduft, nichts mehr als Rosenduft ist, also schlimm, ganz schlimm. Und dann dachte ich so, ja super, dann geht das schon mal nicht. Und Alverde wollte ich eigentlich nicht holen, weil da hatte ich schon mal einen Lippenpflegestift mit Calendula und der war so eklig vom Geruch und vom Geschmack auch irgendwie, als ich den auf den Lippen hatte damals, konnte ich den gar nicht lang drauf lassen. Ich musste den sofort wieder abwischen, weil ich den so ekelhaft fand. Und ich bin eigentlich nicht so empfindlich, was sowas angeht, aber das ging für mich gar nicht. Das war für mich einfach so ein Anti-Ding. Ja, und dann habe ich aber gesehen, dass Alverde noch einen Pflegestift hatte, und zwar in der Sorte Cranberry Kirsche. Und den habe ich dann auch mitgenommen. Kirsche ist auch wieder nicht ganz so meins, aber ist in Ordnung bei Lippenpflege. Und Cranberry mag ich ganz gern. Ich habe den jetzt auch schon benutzt seit, ich glaube, vorgestern. Ja, und muss sagen, dass ich den doch ganz gut finde. Also meine Lippen sind jetzt wieder in Ordnung. Die sind jetzt noch nicht perfekt gepflegt, aber es ist so ein langsames Heilen. Und sie sind weich und sie trocknen eben auch nicht so schnell einfach so rissig wieder aus, wie das eben vorher war. Vorher habe ich übrigens die Kaufmanns Kindercreme immer benutzt. Die wird ja von vielen sehr gelobt. Ich habe die auch eine Zeit lang sehr gern gemocht. Aber wie gesagt, jetzt mittlerweile bringt das bei mir nicht mehr so viel. Und es trocknet halt eher noch schlimmer aus als auf Dauer. Und deswegen wollte ich halt mal was Natürliches probieren. Und mit dem bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich gucke mal, ob das noch weiter anhält. Ich hoffe es sehr, weil es ist natürlich auch günstig und hält lang. Und wäre ja ganz schön, wenn ich da jetzt schon direkt meine Alternative gefunden hätte. Dann war ich noch am Catrice-Stand und habe mir drei Sachen mitgenommen, weil ich gerne mal ein bisschen was ausprobieren wollte.
Und zwar schon länger wollte ich diesen Augenbrauenstift ausprobieren. Das ist dieses Date with Ashton, der hellste Ton. Und den wollte ich halt mal ausprobieren für meine Augenbrauen. Ich trage den auch gerade. Ich dachte früher immer, der ist hundertprozentig zu dunkel und passt von der Farbe nicht. Aber wo ich ihn jetzt trage, finde ich, geht's eigentlich. Bei Blondinen ist es ja immer ein bisschen schwierig mit dem Augenbrauenton, weil meistens ist es dann zu warm und zu dunkel, wie gesagt. Aber ich hatte den jetzt schon häufiger gesehen bei anderen und dachte, ja, das passt eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich ihn mir mal mitgenommen und habe ihn jetzt auch die letzten 2 Tage immer mal ausprobiert und finde ihn eigentlich wirklich gut. Und meine Augenbrauen sind von Natur aus auch ein bisschen dunkler als meine Haare, also meine blonden Haare. Und dann passt es eigentlich schon ganz gut. Dann wisst ihr ja vielleicht auch, dass ich meinen Lidstrich am liebsten mit so einem Filzliner mache. Und da habe ich mir halt diesen hier mitgenommen von Catrice. Das ist der Everliner Pen in Waterproof. Ich dachte, es ist vielleicht ganz schön, auch mal so einen Stift in wasserfest zu haben. Zumal ich ja auch meine Wimperntusche jetzt immer in wasserfest kaufe. Und dann mache ich ja sowieso alles zusammen mit so einem ölhaltigen Entferner weg. Und mit dem bin ich im Moment auch sehr zufrieden. Also ich habe den jetzt auch wieder die letzten 2 Tage benutzt. Und der hält sehr schön, der malt auch sehr schön. Ich hoffe nur, dass der eben auch noch länger gut malt, weil ich habe gehört, dass die von Catrice sehr schnell den Geist aufgeben. Aber ich hoffe, dass der noch ein bisschen länger durchhält. Ja, und das letzte Teil von Catrice ist eine Mascara. Und zwar diese hier. Ich habe ja neulich erst wieder meine Rocket Volume Mascara gekauft und muss sagen, ich finde sie immer noch gut. Aber sie ist so ein bisschen anders als die erste, die ich hatte. Ich glaube, die erste war aber auch schon so ein bisschen ausgetrockneter als die, die ich jetzt habe, was natürlich eigentlich schlecht ist. Aber das Ergebnis ist ja bei Mascaras, wenn sie so ein bisschen angetrocknet sind, schon besser, als wenn sie noch zu flüssig sind. Und ja, ich war dann jetzt in den letzten Tagen immer so ein bisschen hin und her am Überlegen, ob ich das noch so mag und ob es nicht noch was Besseres gibt. Und dann dachte ich, ja komm, dann probierst du mal eine von Catrice aus, weil ich mochte die Mascaras von Catrice eigentlich immer ganz gerne. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass sie gebröckelt haben. Und ich hatte da aber immer nur die wasserlöslichen Mascaras. Und diesmal habe ich eben die wasserfeste mitgenommen. Und wasserfeste Mascaras bröckeln ja eigentlich immer eher nicht. Und deswegen habe ich dir hier mal eben die Chance gegeben. Das ist die Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara. Und die hat so ein dickes Gummibürstchen. Und ich komme mit sowas eigentlich immer ganz gut zurecht. Und ich muss auch sagen, dass ich die echt ganz gern mag. Also ich trage die jetzt auch. Und die hält auch den Schwung, so wie ich mir das immer gewünscht habe von wasserfester Mascara. Die gibt auch wirklich gut Volumen. Sogar noch ein bisschen mehr als die Rocket Volume, wie ich finde. Und wenn das so bleibt, dann kaufe ich mir, glaube ich, die immer wieder nach. Und nicht mehr die von Maybelline, die ja noch ein bisschen teurer ist als die. Ich glaube, die kostet so um die 4, 5 Euro, so um den Dreh. Also, ja, bin ich mit zufrieden bisher. Ja, und dann wollte ich eigentlich schon wieder raus aus dem DM und dann geht's bei mir immer so in die Richtung Kasse und da muss ich nochmal an Essie vorbei. Und dann dachte ich, komm, guck mal, vielleicht gibt's ja noch den Fiji. Habe ich wirklich gedacht, weil der war ja jetzt nochmal in der LE draußen und ich dachte, der ist hundertprozentig eh nicht da, weil das ist schon viel zu lang her und ich bin sowieso zu spät und da standen auch nur noch 3 Nagellacke oder so in diesem LE-Regal und ich dachte so, ja, guckst du mal. Dann habe ich geguckt und dann stand da einmal Marshmallow, glaube ich, und dann habe ich hinten noch einen gesehen, der stand so ein bisschen komisch versetzt und habe mir den angeguckt. Ja, und dann könnt ihr euch schon denken, was da stand. Fiji. Und dann habe ich nur noch einen Stromausfall im Gehirn gehabt und danach gegriffen und bin zur Kasse gegangen, weil eigentlich wollte ich nicht noch einen teuren Nagellack kaufen, aber das war so, oh mein Gott, alle haben ihn, alle lieben ihn, du musst ihn jetzt mitnehmen. Und dann habe ich ihn mitgenommen und den trage ich halt jetzt auch im Moment. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habe ich euch schon dermaßen zugespammt mit diesem Nagellack, dass ihr ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen könnt, aber ich finde die Bilder auch ganz schön und ich wollte sie mit euch teilen und ja. Ja, das war mein kleiner DM-Haul. Ich würde mich echt sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht noch unten drunter schreiben könntet, wenn ihr ein Deo kennt, was ohne Aluminium ist, was wirklich, wirklich hilft und wo man nicht dran erstickt. Das wäre wirklich super und ich will halt wirklich auch keine Creme. Am liebsten was zum Sprühen. Das muss auch gar nicht so eine Flasche sein zum Sprühen. Das kann auch sowas, so ein normaler Zerstäuber sein. Aber eben, ja, es muss auch was bringen, sonst bringt es mir nichts. Also, ist logisch, ne? Ja, das wäre echt ganz nett. Und ihr könnt mir auch mal sagen, wegen der Lippenpflege, ob ihr da auch so Probleme hattet.
und was ihr dann jetzt benutzt, ob euch das was bringt oder ob ihr selbst noch auf der Suche seid, weil ja, es hat mich irgendwann echt geärgert, dass ich mir solche dicke Schichten Creme irgendwann auf die Lippen machen musste und es hat nichts gebracht. Und ja, aber wie gesagt, das war's jetzt und ich will euch nicht weiter langweilen und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss!